So, meine lieben Leute, jetzt werde ich einen Querschnitt euch zeigen, ja, der ein Querschnitt aus verschiedenen Tagen ist, die ich jetzt bisher so durchlebt habe, weil ich jetzt in dieser Zeit nicht an jedem Tag so viel erlebe, dass es ein ganzer ja, Querschnitt, dass sich das lohnt, pro Tageweise den hochzuladen, sondern eben nur die Highlights aus, also die für mich Highlights, weiß ich nicht, ob es euch interessiert, für mich die Highlights aus den letzten 4, 5, 6 Tagen ungefähr, immer pro Woche einen Querschnitt. Ja. Wenn ich so was habe wie Beute heute, das kommt auch, das ist dann extra. Ja. Also so was kommt dann extra oder so kleine Videos, die ich extra drehe oder so. Oder Ereignisse, die ich besonders witzig finde oder naja, was man halt so erlebt und vielleicht, wo ich denke, dass das euch auch interessieren könnte. Also ich wünsche euch erstmal viel Spaß, hoffe, es gefällt euch auch. Und dann sehen wir uns später, wa? Bis dann, ciao. Essen bei Karstadt. Ja. Lass es dir schmecken. Ja, so, meine Tochter auf dem Spielplatz versucht kläglich von einem Postament zum anderen zu gelangen und sie schafft es nicht. Ich hab's. Das weiß ich nicht. Hallo. Dennis klaut. Und bei uns Süßigkeiten, das müssen wir mal festhalten. Get it. Das war von den. Ich weiß, woher das kommt. Aha, woher denn? Von den Halloween-Raubzug. Ja, aber ich bin ja gar nicht bis zum Scheiße. Nein, das ist es nicht. Also, ich schmeckt echt. Vielleicht war gestern uns auch unterm Sofa noch gefunden. Schön ausgekehrt. Guck doch mal auf die Verpackung. Ich muss da draufstehen, wie lange sowas halt war. Das steht nur auf den großen Verpackungen. Das ist doch da. Boah. Meine Geburtstagsgeschenk? Da kommt keiner ran. Das ist ja richtig hochwertig, aufwertig. Ja, Federicus Rex steht ja hier auch drauf. FR mit Krone. Eins für euch. Sei nicht frech. Ich hab die Dürre jetzt. Okay. Schmeiß Lumen einfach runter oder spül sie runter. So, mein Sohn hat geantwortet, er kommt morgen Richtung 11. Richtung 11. War nicht schlecht. Wir schließen jetzt Fetten ab. Heute ja. Am 3.11. Dann ist er um 14.30 Uhr hier. 14.30 Uhr sagt Dennis. Ich sage halb eins. Halb eins, nicht schlecht. Hm. Was hat er gesagt? Richtung 11 Uhr. Naja, ich glaube an den Tutor in Lyon und denke mal hier mal von 12 Uhr. Ich mach 12 Uhr. Hm. Mutig. Mutig, ja. Ich hab Angst selber. Um was geht's? Ich kriege einen Steuersatz von Token. Nee. Wenn ich Unrecht habe, zahle ich 50 Euro in eure Haushaltskasse. Ich bin draußen. Hey, ich all in. Oh Mann, ey. Wenn ich Unrecht habe, koche ich nächste Woche was zu essen. Du musst du sowieso, bis dran. Ja, ich weiß, ich hab dir mal gesagt. Haushaltstag. Na, mal gucken, wann er kommt.
Werden wir ja sehen morgen. So, wie spät ist denn jetzt? 12 Uhr. 12 Uhr, mein Sohn ist noch nicht da, also ich habe verloren. Jetzt bin ich die Nächste, die recht haben könnte. Es ist halb eins. Halb eins. Ach so, na danke. Ist leer. Nur noch Hülle. Ich habe auch ein bisschen Getreide. Dennis, du hast gewonnen. Ja, wir müssen gewettet, wann Jon kommt. Er sagt um 11. Und das ist 15.12 Uhr. Boah. Aber es ist noch in seiner Stunde. Ah. Dennis hat gewonnen. Tada! Alle in Fahrt für Überwachungskamera. Überwachungsoptik. Da habe ich. Und das Bier haben. Ja, nein. Das musst du schon ein bisschen alt für, ne? Das sieht krass aus. Warum? Ja, die habt ihr doch zu Hause schon. Genau die habt ihr zu Hause. Nein, ich hab so eine mit Nebenfilm. Ja. Die haben so ähnlich die gleichen Farben. Ja. Papa hat mir gern das Saukel einer Leder gegeben. Ich hätte gern das Hose einer mit Nebenfilm. Aber es ist so teuer. Pass auf jetzt, wird's hektisch. Zum epileptischen Anfall. Du machst es nur, wenn ich das Einhorn wiedersehen kann. Juhu! Nur wenn du noch deine Figur. Oi! Eltern versus Kinder im Einkaufsladen. Nenn ich das. Der Schalter. Naja, das kann nicht sein. Oh. Was sagt, dann tun wir etwas. Spiel was Tolles. Geh mal. Und man legt sich ja damit auf den Rücken. Guck mal. Das ist unfair, ein Talent. Das ist eine Katastrophe. Also mit Kindern kannst du nicht einkaufen gehen. Nimmt man eigentlich auch nicht mit. Meine schöne Lebensmüde. Wenn du meinst. 25,90 Euro. Dann ist es erledigt. Eine Frau packt ein Paket. Ich glaube gleich. Ist das. Aber schreibt er gestern früh um 5 Uhr? Bin angekommen. Schreibt sie. Guten Morgen, Kinder. Es ist Wochenende. Ich so, hä? Genau. Schäm dich selbst. Ich so, Freitag. Ich muss noch zur Arbeit. Wo ist denn jetzt Wochenende? Bitte? No, und das ist leider. Na, ich bin doch hier irgendwann bei mir zu Hause. Jetzt sind wir gerade in dem schrecklichsten Etablissement, was ich so kenne. Karstadt. Ein Spielzeugladen. Karstadt und Spielzeugabteilung. Ja. Naja, auf alle Fälle wird es gut eingepackt. Und oh, bist du zufrieden, Anu? Was denn? Mit dem Geschenk? Ach so. Das
Restaurant. Restaurant. Hier versteckt die Kamera. Restaurant. Oh, nach unten zeigen. Tatsächlich, wir werden beobachtet. Warum? Heute ist Laternenzug. Ah. Ganz hell wird unsere Welt. Wir stimmen alle ein. Unsere Laternen leuchten wie Sterne vom Himmelszelt. Ja, nochmal aufgucken. Mama, du hast ja gesagt, ich sollte nachmachen. Mach mit. Nein, aber du hast jetzt vorher angefangen. Dann machst du es jetzt nach. Heute ist Laternenzug. Ganz hell wird unsere Welt. Unsere Welt. Ja, weiter. Unsere Welt. Weiter im Text. Unsere Laternen leuchten wie zum Himmelszelt. Nein. Yeah, motherfucker. Damn right, correct, the Madison, Kapitän. Wir nehmen den Scheiß jetzt. Unsere Welt. Unsere Welt. Nein, nicht die Welt. Heute ist Laternenfest. Wir stimmen alle ein. Wir machen jetzt das Handy zu. Denn so soll das sein. So, siehst du das? Das war schon auswendig. Aber Hand ist doch immer blöd. Heute ist Laternenzug. Ganz hell wird unsere Welt. Unsere Laternen leuchten wie Sterne am Himmelszelt. So wenig. So, hoch. Ich drüber nur drei. Das mach ich nicht. Ich mach das auch nicht mehr mit. Jetzt gibt's endlich Essen. Her damit. Mein Sohn macht Musik. Genau, zeig du mal deine coolen Beats. Papa muss doch die Kindersitze holen. Warum, warum, warum? Weil wir mit diesem Auto fahren müssen und die Kindersitze sind in anderen. Und, Leon ist jetzt gerade gegangen. Heute ist die Geburtstagsfeier. Heute ist die Geburtstagsfeier von Katharina. Und Katharina hat mich eingeladen, das ist das zweite Mal. Und diesmal schenken wir Lego. Katharina, wir schenken für Katharina Lego. Hier ein schönes Fernglas. Lego schenken wir Katharina, nämlich, weil sie Lego liebt. Sie liebt Lego. Sie liebt Lego. Sie liebt Lego, weil Katharina Lego liebt. Und dann haben wir einfach Lego ausgesucht. Ich bitte, Papa, ich habe mich gefilmt. Können wir diesen wunderbaren Familienausflug festhalten? Die ganze Familie. In Einklang. Ohne Anouk. Mhm.
Was machst du denn da, Norman? Naja, Geburtstag im Jagdschloss Grunewald, also wirklich, ich bin passend angezogen heute dafür, auf alle Fälle, aber naja, hab meine Waffe vergessen. Wild findet man hier eh nicht, weil es gibt hier ungefähr 3 Millionen Hunde in diesem Wald, gerade gefühlt, da gibt es ja sowieso kein Wild mehr. Die sind ja nicht blöde. Rotwild. Tada! So, ich bin mal wieder im Laden, repariere kurz ein Rad. Zeig euch gleich. Ich hol Schlüssel. Moin. Wo ist der Rest vom Kaffee? Ah, Brummel. Denke gemacht. Ja, ich bin auch zu, ich bin ja nicht da. Ich habe nur ganz dringend noch was zu tun. Eilauftrag. Gestern war ich zum Tattoo in der Maximilienkalle. War wunderschön. 10 verschiedene Orchester aus 10 Ländern. Ja. 700 Künstler, die alle aufgetreten sind. Wunderschön. Ja. Fängt um 2:30 an, geht bis 5:30 abends 5:00. 5:30 sind sie am aller einmarschiert mit Musik. Schön. Ja. Nach Schmelingalle, weißt du, wo die ist? Ja. Schön. Ja. Und hast du dich gefreut? Ja, muss man nehmen. Sag mal, Schmelingalle, weißt du, wo die ist? Die Max Schmelingalle. Ja, ich weiß. Also ich bin zurück zu mit der U-Bahn gefahren. Ja, ja. Wir laufen bis Schönhauser und dann mit der U-Bahn bis Alex und von Alex mit der 8 nach Hause. Ja. Mach doch mal, dass wir auch mit der neue erste Hilfekarten besorgen, dann machst du das im neuen Jahr. So, dann machen wir erstmal den Einbau hier. Dann bringe ich dir neue Karten mit, Thomas, ruf an. Fahren wir einen Tag bei der Malteser runter und hol dir neue Karten. Neue Ausbildungspläne für das nächste Jahr. Robert, ich hab doch keine Zeit. Das musst du machen. Das muss ich machen. Ja. Ich hab doch keine Zeit, Robert. Das ist doch alles ganz lieb gemeint, aber ich habe doch keine Zeit. Dann machst du deinen Laden eben mal einen Tag zu. Geht doch nicht. Doch. Wenn der Laden ist ja zu quasi, aber ich habe noch trotzdem zu tun, verstehst du das? Wenn du aber Wünsche hast, ist krank, kannst du ohne den Laden stehen. Ah, naja, aber... Du musst das mal machen. Warte mal, der, nee, der. Schon mal für die kleinen Mäuser. Ja. Schon mal für deine 3 Mäuser. Ja. Du machst einfach mal, ich bring dir das mit. Und dann machst du mal einen Tag deinen Laden zu. Ah. Und dann fahren wir zum Richard Bahnlachplatz. Ah. Und dann machst du das. Nimmst du aber vorher 20 Euro mit. Eieiei. Wieso? Kostet noch Geld. Ja, aber überleg mal, die müssen ja auch die Räume bezahlen. Ja, ja. Die Miete, Licht, ja. Scheißhäuser. Wie Scheiße. Bei mir hat einer eine Ecke gepackt, so eine Sau. Ah, das ist nicht gut. Im Keller. Das schön in der Ecke mit Currywurst. Currywurst. Ja, eine Currywurst. Okay. Herrlich. Ja, ich sag, das ist ein Hausmeister, an kann er sich drum kümmern. Er freut sich bestimmt. Die Schweine.
Aber das ist mein Krieg, aus dem mache ich Schappi. Schappi? Ja, Schappi für kleine Katzen. Katzenfutter und Schappi mache ich aus dem. Schappi und Katzenfutter. Moin! Moin! Na? Na? Kaffeekiste. Ja. Ist ja furchtbar. Was sagst du? Ist ja furchtbar. Den zeig ich dir. Soll ich die runterbringen, oder? Ja, bringen sie runter. Oh, klar. Er hat eine Kiste. Ich hab doch mal gesehen, es ist wirklich ein Nachbar, der mir das bringt. Also das bin ich selber. Er hat eine Kiste. Jetzt kommt die Kiste. Ist schon eine halbe Stunde hier unten? Nee, gibt's ja gar nicht. Auf alle Fälle der Umbau und dann später mache ich noch die Kiste. Bin ich ja mal gespannt, was da drin ist. So, guten Abend und gute Nacht. Es ist 22 Uhr jetzt. Also ich werde jetzt meinen Arbeitsalltag beenden. Ja, wenn jeder denkt, dass wenn der Laden zu ist, dass ich nichts zu tun habe, das ist natürlich komplett falsch. Also ich habe umso mehr zu tun. Ja, ich habe jetzt irgendwie 5 Stunden am Computer gesessen und habe Angebote eingestellt, weil ich eine ganze Sammlung von Fotografen, Fotoausrüstungsprospekten und so was habe ich eingestellt. Ungefähr 60 Auktionen habe ich einfach mal eingestellt, falls es jemand interessiert. Ja, das wird dann nach und nach verkauft. Da vielleicht pro Jahr vielleicht 10 Stück weg oder so. Aber das muss halt auch mal eingestellt werden, weil wenn es einfach nur rumsteht, jo, dann sieht es halt genau bei mir, ne? Ja, und jetzt sind noch 40 Stück ungefähr sind das noch. Die muss ich dann morgen machen. Also das dauert so richtig viel Zeit, nimmt das in Anspruch, ne? Nebenbei hast du ja auch noch ein bisschen Familie.
die dann um mich rumwuselt. Ja, und dann hatte ich ja heute Morgen noch den Auftrag. Heute Vormittag. Ja, ich muss mal sagen, das ist jetzt mache ich so einen kleinen Querschnitt, den mache ich jetzt immer so über ein paar Tage verteilt, weil ansonsten lohnt es sich ja nicht für euch. So ist es. Also damit schließe ich jetzt und würde den ersten Querschnitt jetzt mal versuchen zu bearbeiten. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege, weil das müsste so viel Material sein von so vielen Tagen jetzt. Das irgendwie zusammenwürfeln, zusammenschneiden. Müssen wir mal schauen. Ja. Also viel Spaß auch demnächst noch auf diesem Kanal. Und wir sehen uns auf alle Fälle.